So, Freunde, gefrühstückt haben wir. Gott, wie? Habe ich wieder die Mütze auf? Gar nichts gerade hier. Wie mein Gesicht ist auch so verschoben nach der Nacht. Wir haben gefrühstückt. Zwei Kaffee und das cremige Teilchen. 3,60 € waren es. Ey, Freunde, geht mal in Deutschland beim Bäcker. Ordert euch zwei Kaffee und ein cremiges Teilchen. Ey, da seid ihr 10 € weg. Also, da muss ich sagen, das ist hier günstig. Also, ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Italienische Nachrichten geguckt. Gut, ich verstehe ja nichts. manche Worte habe ich schon verstanden. Also, so eingerostet bin ich dann doch nicht. Aber das sind ja Worte, die sind ja, kann man sagen, schon international. Auf was sich Italien wappnet. Ja, muss sagen, die italienischen Nachrichten, die verschweigen nichts. Das ist das Gute. Wenn man jetzt bei uns in Deutschland guckt, ARD, ZDF, den ganzen Schmotz, die verschweigen ja Sachen, die verdrehen Sachen, die ist alles manipuliert. Jo. Und dann kommen noch Sportnachrichten von der italienischen Nationalmannschaft. Ey, Alter, haben die Tore geballert, Alter, muss ich sagen. Sehr schön, da können sich die deutsche Nationalmannschaft mal eine Scheibe von abschneiden. So, jetzt gehen wir schon wieder zurück ans Zelt. Und dann werden wir erstmal duschen gehen. Und dann wird man wahrscheinlich ins Meer laufen. So ist der Plan, Freunde. Ja, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, was der Tag so bringt heute. Das ist also ein richtiger Reisevlog, wo ich hier mache. Und ich denke mal, das nächste Mal, wenn ich wieder hierher gehe, nächstes Jahr, denke ich mal, werde ich mir hier so ein Ding hier mieten. das ist auch Camping, so eine Blockhütte. Oder doch wieder Zelt, aber dann diesmal Luftmatratz zum Schlafen. Keine Isomatte mehr. Ich habe es jetzt so gemacht, Isomatte hingelegt, Schlafsack draufgelegt. Ich mich auf den Schlafsack gelegt. Ich habe ja meine Decke von zu Hause und mein Kissen von zu Hause auch mitgenommen, dass ich es noch ein bisschen komfortabel habe. Aber Freunde, mir tut der Rücken weh. Das ist unwahrscheinlich. Wie ihm da der Rücken weh tut. Also mit schwimmendem Meer wird es heute nicht so, wie ich das sehe. Aber wir können es uns angucken. 21 Grad und bewölkt ist es heute. Aber jetzt müssen wir dann erstmal unter die Dusche. Na, Freunde. Upsala. Und dann einfach mal gucken, was der Tag noch so bringt. Da steht mein Autochen. Ja, Ölstand nachher noch gucken. Öl nachlernen, denke ich mal. Sollte man tun nach 1000 Kilometern. So, Freunde. Ich warte mich jetzt für die Dusche.